Dies ist die Cat Legacy PCA-Pumpe. Hier an der Seite wird das Schlauchsystem eingeführt, das natürlich nur für dieses Gerät passend ist. Es gibt die Möglichkeit, hier einen Bolus-Taster, mit dem man manuell Boli auslösen kann, einzustecken. Wenn man die Pumpe anstellt, durchläuft sie einmal das gesamte Programm. Das ist ganz gut, um sich so einen ersten Überblick zu verschaffen, wie es eingestellt ist und ob man was ändern muss. Also Konzentration, die Rate, die Bolusgröße, Sperrzeiten, wie viel pro Stunde gegeben werden, wie viel gegeben wurden. Als Besonderheit hat die Cat Legacy PCA drei Verriegelungsstufen, 0, 1 und 2. Wenn ich eine einstellen möchte, suche ich sie aus, drücke Eingabe und gebe dann den Code ein. Diese verschiedenen Verriegelungsstufen schalten verschiedene Elemente, die ich dann verändern kann, frei. So kann ich zum Beispiel mit der Verriegelungsstufe 0 fast alle Einstellungen ändern. Wenn ich den Code habe, drücke ich Eingabe. Mit der Taste Weiter in der Mitte der Tastatur kann ich mich nun durch das gesamte Menü klicken. Bei jedem Punkt kann ich Änderungen vornehmen, indem ich die Tasten hoch, runter drücke und dann mit Eingabe bestätige. Mit der Weiter-Taste komme ich dann zum nächsten Programmpunkt und kann so das gesamte Infusionsregime einmal durcharbeiten. Der Boluszähler, das heißt die Angaben, wie viel Boli der Patient erhalten und wie viel er angefordert hat, kann ich hier auch gleich auf 0 setzen. Das heißt, die Pumpe ist am Ende des Menüs dann resettet. Um das System zu entlüften, muss ich die Taste Vorbereiten, oben rechts, gedrückt halten, bis drei Linien und drei Pieptöne ertönen. Dann noch einmal drücken und gedrückt lassen, bis das System fertig entlüftet ist. Jetzt die Verriegelung wieder auf Stufe 1 oder 2 stellen, wobei sich der Patient nur in Stufe 1 selbstständig Boli geben kann. Um die Pumpe zu starten, die Stopp-Start-Taste gedrückt lassen, bis die drei Linien und drei Pieptöne erscheinen und die Infusion beginnt.